Jo, Leute, zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Und ja, Leute, heute ist nochmal ein Faktenvideo, bzw. ein Ding-Video. Und zwar zeige ich euch nochmal 5 Dinge, die nur Pros machen. Und ja, dann würde ich mal sagen, legen wir gleich mal los. Und ja, die erste Sache, die sehr, sehr wichtig ist, bzw. auch die Pro-Spieler immer und immer machen, Leute, und die ihr auch machen solltet, wenn ihr noch kein Pro-Spieler seid, bzw. diese Sache noch nicht wisst. Und zwar geht es um den Fallschirm, bzw. die Fallschirmhöhe, wann ihr den Fallschirm öffnet. Und zwar ist es sehr wichtig, dass ihr immer den tiefsten Punkt sucht oder euch sucht, wo ihr den Fallschirm öffnen könntet. Natürlich dürft ihr nicht immer gleich rausspringen und dann gleich instant den tiefsten Punkt suchen, sondern ihr solltet auch ein bisschen berechnen. Also berechnen, wo, also wenn ich jetzt den tiefsten Punkt finde, dass ich dann genau dorthin komme. Also ihr solltet wissen, was ich jetzt damit meine. Und zum Verdeutlichen werde ich euch nochmal ein paar Beispiele jetzt einblenden, beziehungsweise euch ein paar Beispiele zeigen. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt Shift gehen, beziehungsweise Richtung Shift jetzt fliegen, das sehen wir jetzt hier zum Beispiel, dann sollten wir versuchen, jetzt in diesem See da zu landen, weil das wirklich die tiefste Ebene ist, wo wir landen können. Und zwar ist es nämlich so, dass ihr immer 23 Etagen, dass ihr immer 23 Plattformen über dieser Ebene, beziehungsweise der Grundebene, wo ihr hinfliegt, der Fallschirm sich öffnet. Das heißt 23 Etagen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf dem Berg den Fallschirm öffnen, sind wir 23 Etagen nicht von ganz von unten, sondern 23 Etagen ganz, also von dem Berg aus. Das heißt, wir haben nie eine Grenze, wo jeder den Fallschirm öffnet. Versteht ihr, Leute? Das heißt, jeder öffnet den Fallschirm 23 Etagen bzw. Plattformen über dem Boden. Das ist sehr wichtig, dass ihr das merkt, dass euch dass ihr euch immer einprägt, dass ihr versucht, die tiefste Stelle zu suchen. Wenn wir nochmal unser Beispiel hernehmen von Shifty, das heißt, wir versuchen, den Fluss zu nehmen, weil wirklich, wie schon gesagt, das die tiefste Stelle ist, um dann gleich schneller als alle anderen dort anzukommen. Das sehen wir hier, wir kommen sehr schnell an und können uns gleich eine Waffe gönnen und machen dann schon ein paar Kills. Das ist wirklich eine Sache, die ihr euch merken solltet. Das ist wirklich eine sehr wichtige Sache, die Pro-Spieler machen und die ihr auch machen solltet, weil ihr dadurch einen Zeitvorteil habt von wirklich mehreren Sekunden bis mehreren Minuten, wenn die jetzt wirklich scheiße sind und dann auf dem Berg den Fallschirm öffnet. Ja, Leute, das ist jetzt wirklich eine Sache. Merkt euch die auf jeden Fall, das ist die erste Sache, die Pro-Spieler machen. Und ja, Leute, die zweite Sache, die sehr, sehr wichtig ist, dass ihr versucht, wenn ihr jetzt hinter einem Spieler seid, den nicht einfach drauf zu ballern. Wenn ihr natürlich einen Sniper habt, ist das natürlich was anderes. Wir reden jetzt mal davon, dass wir jetzt keine Sniper haben und zum Beispiel eine Air oder Burst. Und zwar ist es nämlich so, bei dem neuen Schussupdate, wenn ihr drauf haltet, also dass ihr nicht Einzelfeuer, sondern Dauerfeuer macht, habt ihr das Problem, dass euer Radius von den Kugeln sich erhöht. Das heißt, die Kugeln am Anfang, erster Schuss geht noch ganz genau drauf, die zweiten oder dritten Schüsse gehen dann natürlich quer irgendwo hin, also nicht dort, wo wir sie eigentlich haben wollen. Das heißt, merkt euch auf jeden Fall, wirklich ein Pro-Tipp ist, dass ihr versucht, wenn ihr hinter einem Spieler seid, keine Sniper habt, ihn zu anvisieren und dann nur einen Klick macht, also Einzelschuss macht. Das heißt, macht Schuss, 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 Schuss. Weil wenn ihr Dauerfeuer macht, habt ihr das Problem, nach 2-3 Schüssen, dass sich das Radius von den Schüssen erhöht. Das heißt, die Schussgenauigkeit liegt dann wirklich bei 50% oder so. Das heißt nicht, dass jeder Schuss den Gegner trifft. Das heißt auch nicht dann, dass der Gegner instant von euch stirbt. Also versucht auf jeden Fall, das ist wirklich ein Tipp, den auch wirklich fast jeder Pro-Spieler beachtet. Versucht auf jeden Fall, den Gegner anzuvisieren und dann mit Einzelschuss zu töten, wenn ihr hinter dem Gegner seid und keine Sniper habt. Weil wenn ihr einen Sniper habt und der ist schlecht und sneakt herum, dann werdet ihr natürlich mit der Sniper abschießen. Aber wenn wir jetzt reden, dass wir keine Sniper haben und die mit den AR abschießen wollen, dann versucht immer, ihn anzuvisieren und dann mit Einzelschuss ihn zu töten. Da habt ihr erstmal die 100%ige Trefferrate. Das heißt, ihr trifft wirklich jeden Schuss. Und wenn ihr zum Beispiel eine SCAR oder eine AR oder eine Burst habt, habt ihr natürlich den Vorteil, dass er wirklich jeden Schuss drauf geht und dann kriegt er auch den Damage, den er hat. Und wenn er nochmal einen Header trifft, dann ist er instant tot, Leute. Also versucht das immer zu beachten und nicht gleich drauf spammen mit irgendeiner AR, weil er hinter euch ist. Weil wenn er wirklich sneakt und irgendwo herum sneakt, dann ist es sowieso ein Loop und dann kriegt ihr ihn sowieso easy. Aber versucht das einfach zu beachten, das ist ein Pro-Tipp. Das macht wirklich jeder Pro, immer dann drauf zu visieren und nicht immer Dauerfeuer dann auf den Gegner zu machen, egal ob er hinter oder vor euch ist. Und dann würde ich mal sagen, das war mit dem zweiten Tipp. Und dann kommen wir gleich zum dritten Ding, die Pro-Spieler machen. Und ja, der dritte Tipp, den sehr viele Pro-Spieler machen, beziehungsweise beachten, ist, dass sie versuchen, wenn jetzt zum Beispiel, wir stellen uns jetzt mal eine Lage vor und der Gegner ist vor uns,
beziehungsweise wir sind hinter und er ist vor uns und wir kämpfen gerade nebeneinander. Müsst euch die Lage jetzt vorstellen. Das heißt, der Gegner ist vor uns, er hat einen Turm, wir haben einen Turm und wir kämpfen gegeneinander. Dann versucht auf jeden Fall, seine Gegner, seine Gebäude zu stören. Weil das Ding ist an der ganzen Sache dann, dass er seine Zeit verschwenden muss, um diese Sachen dann neu zu bauen. Weil wenn er es nicht neu baut, wird er natürlich getroffen von euren Schüssen. Das heißt, er muss seine Zeit damit verschwenden, die ganzen Sachen neu zu bauen. Der Vorteil an eurer Sache ist dann, das heißt, wenn er dann beschäftigt ist mit dem Bauen und Bauen, ihn zum Beispiel zu pushen oder weiter drauf zu schießen. Das heißt, er hat wirklich genug Zeit, ihn dann irgendwie zu töten, wenn er die ganzen Sachen neu bauen muss, weil eben ihr alles abschießt. Also merkt auf jeden Fall, wenn ihr wirklich in einer schwierigen Lage seid, versucht ihr auf jeden Fall seine Sachen abzubauen oder abzuschießen eher. Das heißt, er muss eher neu bauen und ihr habt mehr Möglichkeiten, ihn zu pushen oder mehr Möglichkeiten, ihn zu töten. Das ist wirklich ein wichtiger Tipp, beachtet ihn auf jeden Fall. Und das war auf jeden Fall Tipp 3, den ihr beachten solltet. Also nochmal im Fazit. Oder in Zusammenfassung, versucht immer seine Sachen zu zerstören. Das heißt, er muss seine Zeit aufwenden, um seine Sachen neu zu bauen, zu reparieren. Und dann habt ihr mehr Möglichkeiten und genauso mehr Zeit, ihn zu pushen, ein bisschen anzugreifen und ihn noch zu töten. Ja, und dann war es das mit dem dritten Ding und wir kommen gleich mal zum vierten Ding. Und ja, Leute, die vierte Sache, die immer, eh und immer Pro-Spieler machen, ist, dass wenn wir jetzt wir stellen uns jetzt mal eine Lage vor. Das heißt, wir sind hier und von irgendwo bekommen wir Schüsse ab. Wir bekommen einen Schuss ab und die anderen gehen daneben. So, das heißt, wir wissen nicht, wo der Gegner ist. Und jetzt ist der Tipp von jedem Pro-Spieler, der Pro-Spieler macht es, erstmal um sich eine kleine Base zu machen. Das heißt, wir bauen uns einen kleinen Turm auf und bauen von jeder Seite eine Wand. Das heißt, wir schützen uns erstmal von jeder Seite. Natürlich, wenn Leute jetzt einen Highground haben, ist es ein bisschen gefährlicher. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Gegner auf der gleichen Stufe, auf der gleichen Höhe ist oder ein bisschen sogar weit unten. Das heißt, nochmal gesagt, wir bauen uns, wenn wir nicht wissen, wo die Schüsse sind, erstmal um uns eine kleine Base. Das heißt, wir haben einfach den Schutz, dass niemand uns von rechts, links, vorne oder hinten abschießen kann, weil wir eben nicht wissen, wo der Gegner ist. Und dann versuchen wir einfach, die Lage zu checken. Das heißt, wir schauen uns ein bisschen herum und schauen, wo könnte der Gegner sein. Wenn er dann nochmal draufballert, hat er sich natürlich gleich verraten, weil wir dann wissen, wo der Schuss herkommt. Und können dann nachschauen, wo ist er und können erstmal die Lage nochmal realisieren. Und dann nochmal versuchen, einen Plan zu schmieden. Natürlich wieder ein bisschen im Kopf. Und versuchen dann, ihn vielleicht dann sogar noch zu pushen. Das heißt, Leute, nochmal. Das heißt, wenn die Schüsse von irgendwo herkommen, wir wissen nicht, wo sie sind, einfach eine kleine Base bauen. Und dann erstmal die Lage checken, wo ist der Gegner. Und wo könnte er sein, wenn er sich nicht verrät. Das heißt, dann versuchen wir, wenn er sich zum Beispiel verrät oder wir wissen, wo der Gegner ist, weil wir ihn gesehen haben, versuchen wir ihn zu pushen. Das heißt, wir versuchen ihn, das heißt, wir haben mehr Möglichkeiten, dann ihn zu töten, als wenn wir nicht wissen, wo er ist, weil dann haben wir gar keine Möglichkeit, ihn zu töten. Das heißt, versteht ihr, Leute, versucht immer, wenn die Schüsse irgendwo herkommen, euch erstmal eine kleine Base zu bauen und erstmal die Lage zu checken. Das ist wirklich ein Punkt, den viele auch nicht machen, beziehungsweise nur Pro-Spieler machen. Das heißt, wenn ihr noch kein Pro seid und diesen Tipp noch nicht wusstet, macht ihn auf jeden Fall und schützt euch immer, wenn irgendwo Schüsse aus irgendwelchen Richtungen kommt, wo ihr den Spieler nicht sehen könnt. Also, ja, merkt auf jeden Fall, das ist sehr wichtig und das machen wirklich nur Pro-Spieler. Und ja, dann kommen wir nochmal zum fünften Tipp. Und ja, der fünfte Tipp, das ist eine fünfte Sache, die immer ein Pro-Spieler macht und das ist wirklich eine Sache, die wirklich jeder Pro-Spieler macht, ist, dass wir jetzt, wenn wir jetzt low sind oder wenn wir Loot haben wollen und wir einen Gegner getötet haben, versucht immer zu bauen. Bauen ist eine Sache, die wirklich die Spiele mit Fortnite unterscheiden, also andere Spiele mit Fortnite unterscheiden, dass wir einfach in Fortnite Sachen bauen können. Und warum sollten wir das Bauen nicht ausnutzen, wenn wir es können und wenn wir es wirklich ausnutzen können? Weil in anderen Spielen haben wir es nicht, dann können wir es nicht ausnutzen, aber in Fortnite haben wir es. Das heißt, Leute, merkt euch immer, Pro-Spieler machen immer, also wenn wir low sind, wenn sie sich healen wollen, wenn sie Loot haben wollen, bauen sie sich immer ein, weil es eben dann nicht die Gefahr besteht, dass sie irgendwo abgeschossen werden, dass sie irgendwo gesniped werden, dass sie irgendwo einen AR-Schuss bekommen. Und wenn wir extra dann schon low sind und wir uns healen wollen und dann bekommen wir noch einen Sniper-Schuss oder einen AR-Schuss, dann sind wir meistens tot. Und dann haben wir immer das Problem, dass wir uns denken, ja, wieso haben wir uns nicht eingebaut? Wenn wir uns eingebaut haben, haben wir einfach also nicht das Problem, dass wir abgeschossen werden können. Wir können natürlich abgeschossen werden, aber dann haben wir eben noch eine Mauer und die zeigt uns dann, also wenn er uns gegen abschießt, dann zeigt er uns, dass er da ist und dass wir eben auf ihn Acht geben müssen. Und wenn wir uns nicht bewegen, dann weiß er noch nicht, dass wir erst im Panel drin sind. Außer wir haben uns bewegt und er weiß schon davor, dass wir da reingegangen sind. Und ich möchte einfach nur euch damit
mitgeben, dass ihr versuchen solltet, immer etwas um euch zu bauen. Das ist wirklich ein Trick, ein Tipp und eine Sache, die jeder Pro-Spieler macht, um sich wirklich nicht zu gefährden oder Schüsse abzubekommen. Und ich glaube, ich würde das solltet beachten, wenn ihr es nicht wusstet. Beachtet es immer beim nächsten Spiel, wenn ihr zum Beispiel Solo oder im Team spielt. Obwohl das eine Sache ist, die wirklich im Solo das Ärgste ist, wenn ihr euch einbaut oder wenn ihr Gegner tötet habt und ihr seid low oder wolltet looten und dann sniped euch jemand oder schießt euch mit der AR drauf und seid instant tot, weil ihr eben euch nichts, weil ihr euch keine Sache gebaut habt, beziehungsweise weil ihr euch keinen Schutz gebaut habt. Also merkt es auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich mal sagen, war es das schon mit dem Video. Es waren vier Dinge, es waren fünf Dinge, die ich euch jetzt gezeigt habe, was immer Pro-Spieler machen oder was Pro-Spieler immer machen. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, lasst auf eine Post-Bewertung, lasst ein Abo da. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, morgen, übermorgen oder übermorgen, Leute. Irgendwann, wenn das nächste Video kommt. Dann würde ich mal sagen, haut rein, ciao. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along.